Ja, wir sind hier im wunderschönen Amphitheater in Gelsenkirchen. Seit 2003 findet hier das Rockhard Festival statt. Rockhard ist ja eigentlich eine Zeitschrift, die es bundesweit an Kiosken gibt. Und seit 10 Jahren, heute ist das 10-jährige Jubiläum des Festivals, haben wir beschlossen, auch ein Festival auf die Beine zu stellen mit Bands aus der ganzen Welt. 7500 begeisterte Metal-Fans feiern hier ganz friedlich bei Sonne, Bier und Bratwurst ab. Es ist nicht so, dass das jetzt ein regionales Festival ist, sondern wir sind schon ein Festival mit europaweiter Ausstrahlung. Die Leute kommen zum Teil von weit her, um einen speziellen Mix von Bands zu hören, die in unsere Redaktion zusammengestellt hat. Und das ist auch das Besondere. Anders als auf anderen Festivals stehen bei uns Musikredakteure dahinter und damit ist auch schon klar, wir haben ein sehr spezielles Programm. Wir haben Bands, die, ich sag mal, auch zum Teil im Insider-Bereich einen guten Namen haben, die spielen hier auch schon auf den unteren Positionen und im Mittelfeld haben wir auch sehr gute Künstler, die bei uns Platte des Monats oder ähnliches waren. Und bei uns kommt es nicht ganz so auf die ganz großen Headliner an. Ein Festival wird A von den Besuchern geprägt, B von der ganzen Stimmung und C von den Bands, die spielen und eben nicht nur von der großen Band mit dem großen Namen, für die dann das ganze Geld ausgegeben wird. Die Veranstaltung ist immer so gut oder ausverkauft und ja, mehr kann man sich als Veranstalter eigentlich gar nicht wünschen. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall weitergehen und wenn nichts dazwischen kommt, auch noch 20 Jahre später.